Polizei ist wieder wurscht. Wir schon sehen, was du davon hast. Hau ab. Könnten Sie meiner Frau netterweise ausrichten, dass ich da morgen ein bisschen später komme? Ich meine wegen der Besuchszeit. Achso, ja, das ist nett, ja. Ja, danke, Herr Doktor, ja. Ja, danke schön, wiederhören. Was ist denn los? Für Polizei ist immer Besuchszeit, Doktor. Und sonst? Ja, Mutter und Kind sind wohl auch. Und rauskommen wird es leider erst am Freitag. Naja, die paar Damen werden es auch noch auswerten, nicht? Aber logisch. Du, Helmut, schau mal hinüber da. Die da drüben, die steht jetzt schon fast eine Stunde da rum. Na, die war doch gestern bei uns auf der Inspektion. Du hast noch der Jugendherberge gefahren. Jugendherberge? Na, ist was. Was soll sein? Weiß nicht. Das könnte ja sein. Soll jetzt du oder soll ich sie zu dir sagen? Am besten sagst du gar nichts. Das sind wir schon per Du. Jetzt geschwind gegangen, gell? Der will da nicht stehen, ist das verboten. Ja, sicher, du kannst, sicher kannst du da stehen. Weiß nicht, du gefällst mir nicht. So ein Pech. Kann man dir helfen? Ach, Schmarrn. Heindl heiß ich. Helmut Heindl, Hauptwachtmeister. Dreimal H. Kann ich dir wirklich nichts helfen? Was willst du jetzt hören? Dreimal H. Bist ein bisschen frech, gell? Ich hab jetzt keine Zeit mehr. Ah. Auf einmal? Ja, auf einmal. Servus, Bulli. Aber willst du sauber bleiben? Ach, übrigens, Karin heiß ich. Falls dich das interessiert. Oh, entschuldigung, das ist ja. Schauen Sie halt ein bisschen Frau Glatzeder, die Karin. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsum her vergisst. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Rock'n'Roll, Cha-Cha-Bam und der Boogie, das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute die Samba. Ole, ole, wir sind dabei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba, die ganze Nacht. Oh nein. Warst du bei der Polizei? Hab's ja gleich gewusst, dass ich nicht getraut, ne? Aber nämlich, niemand muss müssen. Ich mag jetzt heim. Vater, servus. Aber zuerst möchte ich mein Geld. Geht das schon wieder los? Das Geld hast du mir geschenkt! Clean hab ich da! Geschenkt! Clean! Und was ist der Schuld, ne? Hab ich dir etwas unterschrieben? Hast du was von mir? Na, also. Außerdem war das Geld gestohlen. Oder ist es etwa nicht geschuldet, wenn du beim Vater daheim in die Ladenkasse reingreifst und abhaust, ne? Außerdem haben wir das Geld zusammen verputzt, du mit mir. Und schließlich hast du was davon gehabt, oder?
Hey, das ist mein Geld. Ich nehme ihn jetzt mit. Das könnte so schön passen. Ah! Ich steh überhaupt nicht. Verstehst du? Jetzt schlag ich dich. Ich will sicherlich wieder abblicken. So gut warst du eh nicht. Keine Aufregung, es ist alles in Ordnung. Kommen Sie. Setzen Sie sich inzwischen. Ihre Frau kommt gleich. Na, schauen Sie nur nicht so unglücklich. Bei uns sind Sie in besten Händen. Na, schmeckt's? Köstlich. Radieschen beruhigen. Wiedersehen. Wiederschauen. Und schauen Sie doch nicht so unruhig. Bei uns sind Sie in besten Händen. Ja. Grüß dich. Die Blumen habe ich von der Tante Marga. Schön. Ja, Hyazinthen, gell? Fräsien. Ah, Fräsien. Im Flur schaut ganz gut aus. Sei doch nicht so unruhig. Ich bin überhaupt nicht unruhig. Und ja, heute Nachmittag kommt die Küche dran. Lies, kommst gut aus ohne mich. Das weißt du doch. Und die Gulaschdosen im Eisschrank hast du die schon gegessen? Nein, noch nicht. Das, oh ja, vielleicht heute Abend. Ja, geh jetzt vielleicht wieder, geh. Okay, bis morgen. Logisch. Bist du brav, oder? Aber ja, selbstverständlich. Magst du mir noch? Komm, jetzt, hör auf. Fertig. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Servus. So ein schöner Mann. So ein staatlicher Mann. Und noch Beamter. Mögen Sie ihn? Das beruhigt. Nein, danke. Nein? Was ist denn Ihr Mann vom Beruf? Nix. Weg, verschwunden. Die Kinder kommen, die Männer gehen. Hallo? So, es gibt ein Sägefrei. Ja, das ist kein Mensch da. Ja, ich komm ja schon, Herrschaft, Zeiten. Helmut? Heindl? Hauptwachtmeister. Das habe ich mir gemerkt. Und außerdem steht es im Telefonbuch. So, das hast du gemerkt. Ja, und jetzt? Ja, los, geh doch mal hin. Was? 2000. Ja, das ist ganz schön. Und das hast du ihm gegeben? Ja, er hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich einen Aushelfer kann. Übers Wochenende. Und am Montag darf ich das Geld wieder kriegen, hat er gesagt. Doch, nimm mal gescheide. Gescheide? Na, danke schön.
aus Welt anschauen. Ja, so ungefähr. Was haben denn deine Leute für ihr Geschäft daheim? Alles Welle am Moosburg. Eisen- und Haushaltswaren, Gartenbedarf. Ohne das Geld darf ich nicht haben, weil mein Vater, der da schlockt mich. Ja, und was meinst du jetzt, was ich da machen soll? Das weiß ich nicht. Du bist doch der Bulle. Sag mal, was rauchst denn du da für ein Zeug? Die stinkt ja fürchterlich, die Zigaretten. Das ist so ergraut. Meine Zigaretten? Meine Ei! Du weißt, wer denn hier sein soll. Wenn ich auf die Wache gekommen war, dann hätte sie gleich eine Riesenschau abgezogen. Dann hätte sie meine Eltern noch gerufen und ein Protokoll aufgenommen, wo das mit den 2000 Mark drinsteht. Ja? Und sowas hältst du halt im Personalakt. Außerdem hätte ich eine Anzeige machen müssen gegen den Typen. Und wir hätten mich da abhalten, weil ich noch nicht volljährig bin. Und das war mir halt zu kompliziert. Und wie ich die gesehen habe, da habe ich mir gedacht, das ist ein ganzer Relaxter. Und wen kommst du drin? Verstehst du? Außerdem habe ich Hunger gehabt und nicht gewusst, wo ich schlafen soll. Zu Nerven hast du vielleicht schon. Normalerweise ist meine Frau nämlich auch noch da. Ja und? Komm mal mit der nicht drin. Außerdem, ich will ja nichts von dir. Das heißt, ich will schon was. Aber nicht das. Oder hast du was anderes gemeint? Ja. Bei dir weiß man das nie genau. Das ist dein Problem. Du hast schon mit vielen Männern was gehabt, oder nicht? Möchtest du eine Zahl hören? Ich bin 17. Und, was meinst du? Denk dir eine Zahl, nimmt Hälften und das ist aber nur zu viel. Ich bin kein Schlamm. Ja, das habe ich ja nie behauptet, gell? Ja, aber denkt, gib's nur zu. Macht mir nichts. Und das? Im Teufel alleine. Ja, kriegst du nur am Sohn. Psst! Wieso? Nimm die Sachen. Ich geh da gleich rein in das Schlafzimmer. Verschwinde! Psst! Ja. Das geht, Onkel Henry. Na, da schaust du aber hin. Wir stören uns doch hoffentlich nicht. Nein, wir bleiben auf den Schlafzimmer. Wir wollen nur das abnehmen. Und, ja, schau mal, Pause, hat der Helmut an. Tante Paula, komm doch ins Wohnzimmer. Ja? Das ist noch am saubersten. Was hast du selber gemacht? Ja. Also, dann wird die Ilona auch. Ja, unser Helmut. Onkel Helmut, zeigst du mir die Uniform und deinen Revolver? Na, das ist alles im Revier. Das ist alles im Revier. Du sag mal, Helmut, hast du schon zu Abend gegessen? Was hat's denn Gutes gegeben? Gulasch. Was? Gulasch? Hast du das vielleicht selber gemacht? Ja. Naja. Allerhand. Ja, das ist ja aus der Büchsen, gell? Naja, die Strohwitwerzeit ist ja jetzt bald vorbei. Ja. Oder hat dir noch jemand Gesellschaft geleistet beim Abendessen? Na, wie kommst du denn da drauf? Oh, ich meine nur, weil da noch eine zweite Gabel ist. Ach so, ja. Ja, da war, vorhin war noch ein Kollege da, mit dem habe ich was Dienstliches besprochen. Natürlich, ein Kollege. Ja, ja, Kollege. Ja. Vulkan. Und heute verbrenne ich. Na, ist das
nicht herzig? Ich habe gleich drauf gesetzt, dass es ein Mädchen wird und mich ganz auf Rosa eingestellt. Oh, da, ja. Schau, Rosa. Sehr schön. Gell? Ist es, ja. Und ein Strampel. Und ein Hauberl. Sehr schön. Na, das braucht's, weil am Anfang hat's ja nicht gleich so viel Haar. Ja, das ist richtig, ja. Und die dazu passenden Bartschaum. Sind das deine Stiefel, Onkel Helmut? Ja, warum? Aber Heini, die sind ihm doch viel zu klein. Die gehören sicher der Ilona. Stimmt's? Stimmt, der Ilona. Psst! Seid so still! Was ist denn jetzt schon wieder? Läuft da nicht irgendwo ein Wasser? Du, ist das vielleicht bei dir im Bad? Nein, Tante Paula, das hört sich nur an, das ist drin bei den Nachbarn. Soll ich trotzdem mal nach? Heini, da bleibst du. Also, das brauchst du. Helmut, der Heini kann doch nun wirklich nichts dafür, oder? Heini, komm, im Fernsehen läuft der Western. Oh. Und den schaust du jetzt an, gell? Ah. Schickst du da her, dann schauen wir den Western an. Wir sehen uns ja dann. Ja, natürlich. Also, das war schön von dir. Ja. Ja, natürlich. Gib schön ab, gell? Ja. Onkel Helmut, darf ich noch mal schön aufs Klo? Ich weiß, wo es ist. Halt, ausgeschmissen, nein. Das geht nicht, gell? Das geht nicht? Nein. Warum geht denn das nicht? Ja, weil es nicht geht. Ja, aber ich war doch schon sehr oft auf eurem Klo. Wieso geht das nicht? Ja, weil das geht nicht, weil... Irgendwie ist mir das unsympathisch, jawohl. Aha, na Heine, komm, gehst denn unten in den Garten, gell? Auf Wiedersehen. Unglaublich. Ja, warte, dann mach ich ja hinten mal noch ein Licht. Also wirklich, Helmut, unglaublich. Schauen Sie jetzt fort. Eine Verwandtschaft ist nur gut, wenn es ganz weit weg in Amerika wohnt. So, jetzt brauche ich einen Schnaps. Du, da läuft bei mir nichts mit Alkohol. Den vertrage ich nicht mehr. Sag einmal, hast du noch was vor? Ich? Na, wieso? Ja, warum hast du denn da so hergerichtet? Mei, so halt. Ich wollte mir halt auch mal schön machen. Gefällt's dir nicht? Ja, doch. Sonst ist bei dir alles in Ordnung. Ja, ist okay. Warum denn jetzt das? Entschuldige, ich hab das nicht gesehen. Nicht gesehen. Nein, du hast das ja gesehen. Geht's nur so? Prima. Aufstehen, 8:30. Erst? Ja, ich habe morgen einen Tag frei wegen der Küche. Wo der Lichtschalter ist, das weißt du. Das weiß ich. Ja, also noch eine gute Nacht. Das Licht machst dann du aus, gell? Wenn du willst, dann kannst du schon bei mir schlafen. Einfacher so. Ja. Du warst korrekt zu mir und dann bin ich korrekt zu dir. Ja. Korrekt. Korrekt, genau. Und das ist heutzutage nicht jeder.
Ja. Ich glaub, so korrekt war ich auch wieder nicht. Schlaf gut. Türken. Polizeiinspektion 1. Ah. Polizei. Bis jetzt ist mein Besuch noch privat. Bis jetzt. Also, was gibt's? Da brauchst du nicht so unschuldig. Es handelt sich um das Geld, das die Karin ihnen gegeben hat. Du hast mich angezeigt, Pippi. Hubi! Noch nicht, aber sie wird's tun, wenn wir uns jetzt nicht einigen. Moment. Einigen? Wie meinen Sie das? Ich habe mit dem Vater von der Karin telefoniert. Ah, ja, mit dem Vater. Und der wäre damit einverstanden, dass er die 2000 Mark als einen Kredit an Sie betrachtet. Und dafür verlangt er, dass Sie hier diesen Schuldschein mit den genauen Rückzahlungsraten unterschreiben. Hau ab. Und 500 Mark zu uns gleich zurück, ja? Und wenn ich das nicht unterschreibe? Oh, das war schlecht. Das war ganz schlecht, weil da müssen wir uns ja offiziell mit Ihnen beschäftigen, gell? Bis jetzt habe ich das ja, wie gesagt, nur privat gemacht, als ein Freund von der Karin. Aber ein Weltmann wie Sie, dem wird doch sicher an einer eleganten Lösung gelegen sein. Oder nicht? Und zu der kann ich dann nur gratulieren. Achtung, eine Probedurchsage. Am Gleis 23 zum Schnellzug 626 nach Dortmund. Du, ich mach da Puppen für Eierkind. Du, ein Kasperl mit einer roten Zipfelmütze. Weißt, das kann ich nämlich, das hab ich gelernt, Puppen machen. Weißt, so eine, die mir über die Hand sitzt. Mach's gut und pass auf die auf, geh. Du, und dann kannst Kasperltheater spielen für dein Kind und ein Gretel mache ich da auch noch. Du bist schon da, ein Schatzlein. Grüß dich. Grüß dich. Ich hab angerufen und du warst nicht da und ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Du bist jetzt daheim, bist du bei uns. Dann hab ich mich selber entlassen. Ja, und? Bist du froh, dass ich wieder da bin? Aber sicher, freu mich. Ja, jetzt ist er da. Ja, und? Was und? Ja. Bist du gut ausgekommen ohne mich? Ja. Ehrlich gesagt, manchmal war es schon ein bisschen schwierig.